Ja, leider konnte ich ja bei der letzten Bock-WM nicht mitmachen, da mein Fahrrad und ich, wir waren uns nicht ganz einig, welche Richtung wir jetzt nehmen sollten. Damit mir das dieses Jahr nicht wieder passiert, hat mein Team gesagt, ich sollte doch bitte den Fahrradführerschein noch mal neu machen. Und gesagt, getan, habe ich gemacht. Wir sind hier auf dem Verkehrsübungsplatz in Köln. Ich habe nämlich Fahrradfahrverbot, weil ich ja letztes Jahr einen kleinen Unfall hatte. Scheiße! Ich möchte unbedingt bei der Bock-WM mitmachen und wieder Fahrrad fahren. Deshalb muss ich heute den Fahrradführerschein machen. Den mache ich aber nicht alleine, sondern mit dem besten Team der Welt. Kommt ihr mal? Ja. Hier, und das ist mein Team. Wer ist der coolste Onkel der Welt? Ja, und einen Fahrradlehrer, den habe ich natürlich auch noch. Peter, kommst du? Was soll hier noch schief gehen? Los geht's, Leute! Und zwar fahren wir jetzt ein Rennen. Ja? Aber bei dem Rennen gewinnt nicht der Schnellste, sondern die oder der Langsamste. Aber ihr dürft dabei nicht die Füße auf den Boden stützen. Oh, also müsst schwierig. Ihr die Zeit fahren. Ich werde am allerlangsamsten fahren. Ich bin noch langsamer. Ich bin ja mal ein langsamer als du. Ich bin ein langsamer als ich bin und immer, ich bin 8 langsamer als ich bin 15 langsamer als ihr zwei zusammen. Und ich bin 200. Ah, Spiegel. Auf die Plätze, fertig, los. Entschuldigung, ich hab's nicht. Du bist gut hier. Nein, nein, na, Scheiße. Fuck. Entschuldigung, ne, ich hab... Verdammt gesagt. Entschuldigung. Nee, das sagen wir auch nicht. Mist. Jetzt würde ich gerne mit euch noch so ein bisschen über die Verkehrsregeln sprechen. Bei welcher Farbe halten wir an? Dunkelrot. Rot, genau. Bei Grün dürfen wir fahren. Und ihr müsst bitte vorher vor dem Abbiegen auch mit der Hand zeigen, wo ihr hinfahren wollt. Ich habe noch eine Frage. Muss ich einen Schulterblick machen, ja oder nein? Ja, bitte. Schulterblick auch noch? Zu welcher Seite denn? Das wollte sie beantworten. vielleicht rechts? Ich würde vorschlagen links, weil ja meistens die Autos links an uns vorbeifahren. Und ihr dürft fahren, wo ihr wollt. Freie Wahl. Aber Achtung, es kann auch sein, dass Fußgänger rumlaufen. Komm, ich geb Gas. Ich führe. So, jetzt alle abbiegen mit Handzeichen. Abbiegen mit Handzeichen. Mit Handzeichen. Ich gebe Handzeichen, du machst Schulterblick. Abbiegen. Und rum. Sehr gut, wunderbar. Komm, wir fahren einfach bei Rot. Es guckt gerade keiner. Komm mit, komm mit. Nein. So macht man das in Köln. Nein, macht man nicht. Oh, was ist das denn hier? Hast du, zurück, zurück. Der ist aber sehr schlecht erzogen, ihr Hund. Das war eine brenzlige Situation. Hast du, ist ein Riesenarschloch. Da ist ein Autofahrer, der hält an und dann fährt man los, langsam dran vorbei. Langsam am Auto vorbei. Und dann reißt der Autofahrer die Tür auf, weil er nicht guckt. Der Autofahrer reißt die Tür auf. Ja! Vorsicht, ausweichen! Hey Kind, ich muss da keine Angst haben. Das passiert dem Fahrradfahrer immer wieder. So, mal gucken, was der Guido Kanz des Schlagers jetzt macht. Schade. Hör mal, was bist du denn für ein Arschloch? Das sagt man nicht, liebe Kinder. Ich komme jetzt in dein Auto da rein. Ich komme nicht in mein Auto rein. Ich komme nicht in mein Auto. Ich will nicht dreckig werden. Die bringe ich jetzt nach Hause. So was Brutales. Meine Hosen rutschen runter. Das war ja gerade so ein bisschen chaotisch. Jetzt machen wir aber noch mal ernsthaft Fahrradunterricht. Also los geht's. Du bist so ein Paradebeispiel an deutschem Autofahrer. Komm schnell weg von dem hellblonden Onkel. Er hat alles falsch gemacht heute. Schnell weg von dem hellblonden Onkel. Hier steht ein Pferd. Was soll ich jetzt machen? Peter? Du hast das perfekt gelöst. Super.
Ich habe nichts gemacht, hier steht ein Pferd. Wie hat ein Pferd hier? Du hast sehr gut gebremst, wunderbar, du bist nicht gefallen, das Pferd ist nicht verletzt. Das war eigentlich perfekt, wie du das gemacht hast, wirklich gut. Danke, ich glaube, ich habe selten für so wenig ein Lob gekriegt. Wie verstehe ich diesen Fahrradführer wahrscheinlich? Hör mal, was fahrt ihr? Das ist eine Einbahnstraße hier. Oh, nee. Was halten wir von Klimaklebern, Kinder? Überfahren! Los geht's! Das kam nicht von mir, das hat das Mädchen gesagt. Ich würde dann fahren. Ich nehme das als Ja. Habe ich noch ein Defizit, würdest du ja sagen? Ja, jetzt machen wir die Abschlussübung. Ne? Aha. Straßenverkehr ist das scheiße gefährlich. Super gemacht, ihr habt alle den Fahrradführerschein bestanden. Die bestanden! Bitte. 1, 2, 3, Fahrradführerschein! Yeah! Und weil ihr so gut wart, lade ich euch jetzt alle auf ein Bier ein. Auf zur Tanke! Okay. Ich hab jetzt Bier an. Bitte.